So, und jetzt haben wir noch mal ein kleines Video. Ich gehe gleich auf die andere Kamera, weil es sowieso, ihr wollt ja mich gar nicht sehen. iPad Pro 10.5. Was haben wir hier für ein Problem? Wir haben ja das Problem, dass der Kunde schon ein bisschen probiert hat, selber zu basteln. Und wir haben das Problem, dass hier zwei Bauteile fehlen. Das Gerät hat angeblich kein Backlight mehr, ich weiß es nicht. Ich probiere das jetzt auch gar nicht großartig aus, weil hier, na, wo sind wir denn überhaupt? Hier, das passt schon, weil hier zwei Spulen fehlen. Ich weiß zwar nicht, wie man auf so ein, wie sowas geht, aber die fehlen auf jeden Fall und die fehlen auch komplett, weil hier die Punkte, an denen der Draht aufgelötet ist an der Spule, hier noch im Gerät sind. Das heißt jetzt, ich brauche das Ding gar nicht probieren. Eingeschickt wurde es mit Backlight-Defekt. Das kann auch der Fall sein. Ich habe leider keine Dokumentation da über ZXW oder so, da ist nichts drin. Deswegen. Schauen wir jetzt mal das so an. Das Ding schluckt ziemlich viel Hitze, deswegen dauert es ein bisschen länger, bis man das, die Bauteile hier runter hat. Sind auf jeden Fall zwei Spulen. Die werde ich mir jetzt einfach, ja, von der anderen Platine nehmen. Dann schauen, ob das Ding wieder geht. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wir haben eine Spule hier, die ist noch hier mit dabei. Die ist hier oben drüber. Ich schaue die mal kurz her. Da sehen wir, dass komplett die Punkte zum Anlöten die Flächen weg sind. Hier oben ist dann der Draht festgelötet. Das sieht man noch. Sieht man links und rechts noch was. Naja. Ja, so. Wie dem auch sei, schauen wir, ob ich so eine Platine habe. Ich glaube, ich habe nur einen 9.7er, aber die Spulen werde ich hier irgendwo herkriegen. Das sollte jetzt kein Problem sein. Immer einfach aus. Jetzt nehmen wir mal die Pro 9.7. Da sollten wir was haben, was passt. Kleine, große, die sind alle drauf. Natürlich kann man jetzt nicht einfach sagen, kleine, große, und dann passt es, aber ich habe halt nun mal nichts anderes und deswegen. Hau ich die jetzt da rein und schaue, ob das Gerät geht. Ja, kann ich dazu jetzt auch nicht sagen oder machen, weil ich das halt einfach nicht weiß. Ich baue auch jetzt die Platine dazu nicht aus. Beim anderen Gerät, weil das eigentlich nicht nötig ist für so eine Spule. So, jetzt bauen wir erstmal so diese Spule aus oder holen uns die zwei Geräte, die zwei Bauteile raus, die wir brauchen. Und ihr seht schon, dass diese Platine unglaublich viel Hitze wegschluckt. Was eigentlich sehr schwierig ohne Unterhitze so große Bauteile wie so eine Spule überhaupt runterzubringen. Ohne dass wir das jetzt kaputt brechen oder so. So. Wichtig ist hierbei auch immer zu schauen, ob wirklich die Punkte auch noch da sind zum Anlöten, weil die bleiben auch gerne mal hängen. Das schaut gut aus. Jetzt gehen wir noch hier hoch und klauen uns noch so kleine. Das könnte leichter sein. Genau. Gut.
Dann weg damit und her damit und dann schauen wir mal, dass dann unser Problem gelöst hat oder ob das nicht unser Problem gelöst hat. Ich mache jetzt da noch ein bisschen ein anderes Lot drauf. Und vielleicht geht es ja dann auch schon wieder. Dann war das eine schnelle Reparatur. So, das sitzt. Nehmen wir noch das. Das sitzt auch. Gut, dann lassen wir das kurz abkühlen. Ich mache hier oben noch diesen Teaser weg. Ja, keine Ahnung. Und dann schauen wir, ob das Ding klappt. Das Ding funktioniert. Der Kunde hat ja selber, warum auch immer, irgendwas probiert. Vielleicht geht auch hier das Backlight wirklich kaputt. Hier oben sind nämlich die Dioden noch, so viel ich weiß. Der hatte vielleicht versucht, so eine Diode zu tauschen, aber das sieht eigentlich alles noch original aus. Das sieht insofern alles noch original aus. Ja, keine Ahnung. Gucken wir mal. So. Apple übrigens super geil gemacht hier. Wie sie das so gemacht haben, dass man das Display anstecken muss. So richtig schön scheiße. Aber gut. Ich hätte jetzt schon auch noch hier auf den Display-Connector schauen können, ob da was ist und hin und her. Ich will aber ganz ehrlich gar nicht. Ich will jetzt das hier anschauen, ob das Gerät funktioniert. Und ich habe dann schon noch mal eine Ahnung oder eine Idee. Da geht jetzt mal erstmal nichts. Eine Idee, was vielleicht jetzt noch sein könnte, weil das oft passiert, wenn man hier den Akku-Connector trennt. So, ich habe hier eine Aufladung von 2,4 Ampere. Das sollte eigentlich funktionieren. Backlight ist nicht da. Ja. Also ich sehe einen Apfel, aber ich habe kein Backlight. Dann Stichwort Connector LCD. Backlightfilter, irgendwas überprüfen. Ich
Hier schaut aber noch alles ganz, ganz gut aus eigentlich. Ich weiß nicht, was der hier probiert hat. Ach, da fehlt dann noch eine Spule. Was ist denn da das bitte? Hat die vorher schon gefehlt? Das wissen wir jetzt nicht, gell? Also ich weiß es nicht mehr. Okay. Ist das Ding vielleicht so krass abgestürzt, dass hier irgendwelche Spulen, weil normal brechen die nicht so weg. Das ist auch wirklich krass runtergefallen. Gut. Komisch. Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass das unser Power Management IC ist und ich ganz stark glaube, dass wir diese Spulen brauchen. Ne? Das sind ja nicht umsonst. Das ist alles super. Weg. Weg. Dann brauchen wir nochmal so eine Spule und schauen uns das dann nochmal an. Auch nicht so gut, was jetzt wieder passiert ist. Aber hey, passiert, oder? Passiert. Ist ja weg. Gut, dann passt das auch wieder. Dann besorgen wir uns hier nochmal so eine Spule. Achso, das ist gut, dass wir nicht auf die Dings gewechselt sind. Naja, jedenfalls ist das die andere Platine jetzt und wir haben hier oben das Problem, dass uns hier, wie gesagt, nochmal eine Spule fehlt. Hier oben. Ist jetzt unscharf, weil ich habe jetzt für hier scharf gestellt. Ist ja wurscht. Dann tun wir mal das Ding hier weg. Dann schauen wir mal, ob wir da mehr Glück haben. Eigentlich nicht, also eigentlich würde ich sagen, die hat vorher nicht gefehlt. Die war vielleicht so locker und ist jetzt einfach runtergefallen. Die Spule weg und dann hier drauf. Kann das Säule gewesen sein? Sieht nicht so aus, weil die hier ganz schwer reinpasst. Das war so eine, ich muss sagen, das war so eine kleine. Nochmal zurück. Schnell so eine kleine nochmal. Jetzt ist es für euch unscharf, aber das ist nicht so schlimm.
Gut. So, dann hier drauf. Sieht besser aus. Gut. Dann würde ich sagen, die sind jetzt alle fest. Wir können jetzt nochmal einen Versuch wagen. Ist es hier nichts sonst zu sehen, wo ich jetzt sagen würde, er hat sich jetzt das Backlight hier abgeschossen oder irgendwas. Das hier sollten Spulen sein. Das passt. Das sind wie so Filter. Das ist aber, glaube ich, könnte Kondensator sein. Ja. Es sieht alles gut aus hier. Jetzt schauen wir vielleicht. Vielleicht war ja das der Fehler. So. Dann. Bevor wir jetzt hier alles sauber machen. Was ist das für? Wir haben immer noch kein Backlight. Geht das Ding überhaupt an? Das überprüfe ich jetzt mal kurz. Das angehen würde ich sagen, würde es. Ich kann jetzt schon nicht mehr richtig erkennen, aber ich sage, dass das geht an, ja, das passt. Einen Code habe ich gesehen zum Eingeben. So, dann könnte es natürlich jetzt auch im Display liegen, was ich jetzt aber nicht glaube. Ich habe auch, glaube ich, gar nicht so ein Display zum Testen da. Habe ich sowas? Nee. Dann schauen wir jetzt einfach mal. Und zwar die Dioden fürs Backlight. Könnte das hier sein? Hier unten. Schauen, ob die überhaupt funktionieren. Ob die gut sind. Hier ist ja auch eine Spule locker. Das ist unser Fehler hier. Das ist eine Backlight-Spule. Wahnsinn, was ist denn hiermit passiert, Leute? Was ist denn das? Was ist denn bitte hier passiert? Der leckt mich doch im Arsch. Schaut euch mal das an. Ich vergesse immer das Mikroskop anzuschauen. Hier ist die Backlight-Spule. Eine Riesenspule. So, deswegen geht unser Backlight nicht. Das andere war wahrscheinlich, ist nämlich drauf gestanden, dass das so eine Art Bootloop macht. Das wird wahrscheinlich dann das gewesen sein. Jetzt hoffe ich, dass ich dann so eine Spule nachher habe. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, wie das geht. Ohne Worte. So. Hier benutzen wir jetzt. Ein anderes Lot. Wahnsinn.
Das habe ich schon viel gesehen, aber das noch nicht. So. Dann suchen wir uns hier, das ist hier genau dasselbe. Wir haben ja auch die Dioden und die Spulen dazu jeweils. Genau dasselbe Prinzip. Wenn man was zu den Temperaturen wissen will, ohne Unterhitze hier an der Platine, ich arbeite hier mit 450 Grad und es ist wirklich hier passiert, es tut sich hier gar nichts oder lange Zeit nichts, weil es wirklich, bis die Platine mal warm ist, das dauert schon. So, jetzt geht ja langsam was. Das ist die Weggespulen, haben keine Polung, deswegen scheißegal wie drauf. Das spielt keine Rolle. Auch wenn da ein schöner Punkt drauf ist. Und das ist zwar jetzt ein bisschen größer, aber das passt. Das ist nicht das Problem. Was aber ein Problem ist, ist, dass sie unten Salz hat. Irgendwas hängt hier unten noch dran. Da. Irgendwas hängt hier noch dran. Geht genau gerade so rein, dass sie irgendwie reingeht. Schade. Ohne Worte. So, jetzt hat. Nächster Versuch. Ich schalte euch gleich wieder auf die Kamera. Ich stecke jetzt nur mal kurz das Display an. Rein vom Verständnis her müsste es jetzt funktionieren. Ja. Schauen wir mal. Ja, da sind wir wieder. So, schauen wir, ob es angeht, das Ding. Ist das Bild neu? Ich weiß es nicht. Schauen. Ange, Touch. Das ganze Zeug funktioniert. Ja. Die Moral von der Geschichte, bau nicht an deinem eigenen Tablet rum, nicht. Ja, gut, also der Touch geht, das Ding bleibt auch an.
Aber wir haben keinen Bootloop, wir haben nichts mehr. Dings geht auch. Ja, jetzt ist der Akku leer, zeigt das Akkusymbol an. Dann werde ich das noch aufladen und dann checken wir das ab. Beziehungsweise nicht, dass einer nachher sagt, es hat doch ein Bootloop gehabt, du bist voll der Spinner und der Lügner. Ich stecke jetzt mal kurz hier an, dann sollte es ja nicht gleich wieder angehen. Ja. Und jetzt sollte ja nicht der Akku leer sein, normalerweise. Dann schauen wir jetzt mal. Nicht, dass er da irgendeinen Fehler drauf hat noch, aber normal nicht. Ja, noch nie sowas gesehen. 12.700 Spulen weg und ab. Mega krass. Schauen wir mal, ob das Ding funktioniert. Kann das sein, dass der Akku kaputt ist? Und zeigt zwar jetzt hier 19% an. Bloß vorher hat er gesagt, Akku leer. Ich kann das jetzt auch hier mal dran lassen. Zeigt schon wieder an. Akku laden. Jetzt kommt das Ladesymbol wieder. Jetzt startet es wieder. Also ich würde hier schätzen, entweder ist hier die Verbindung noch schlecht. Das könnte sein. Schauen wir, was er jetzt für einen Wert anzeigt. Ja, auch 19%. Ich sag, dass der Akku kaputt ist. Der lädt hier ganz normal, wie er laden soll. Ich kann auch das jetzt hier mal so lassen. Aus, dann braucht er nicht so viel Energie. Und es bleibt auch an. Aber ich würde einfach schätzen, Akku kaputt. Ich kann bloß das jetzt nicht feststellen, weil ich habe keinen Sperrcode zu dem Gerät. Ich habe keinen Sperrcode. Also das Gerät ist an, das bleibt auch an. Wie gesagt, hier ist wahrscheinlich der Akku schuld. Jetzt geht es schon wieder aus. Gut, wie dem auch sei. Ja, es ist an. Schon das war Dings. Gut, dann lassen wir das. Steckt nur schnell den Display aus. Was oft passiert hier übrigens, nochmal so zur Info noch, beim Akku-Connector entfernen. Hier unten ist der MOSFET für die Switchline. Das hier brauchen wir. So, hier unten. Und der bricht dann oft von der Platine runter. Wenn er die Platine hier hochhebelt und dann habt ihr das Problem, dass die Akkuwerte nicht mehr erkannt werden können. Das sollte passen. Das war's, das Ding läuft. Ich wünsche euch was. Macht es gut, haut's rein. Und ein schönes Wochenende. Ciao.